Yo, 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 check das aus. Hustensaft Jüngling hier bei Dislike. Swag. Das ist der uneheliche Sohn von Alexander Markus und Money Boy. Als Leihmutter fungierte wahrscheinlich Arabella Kiesbauer. Alexander Markus, ahne ich, guter Mann. Money Boy Swag, Shoutout. Arabella Kiesbauer sagt mir nichts, aber ich finde den Namen eigentlich ganz nice. Also es ist sicher eine ahnbare Lady und so eigentlich relativ nice. Moneyboy war auch schon unlustig. Warum kommen denn jetzt noch mehr solche Affen von ihren Bäumen hinter das Mikrofon gekrabbelt? Das ist einfach ein Genre, was wir bedienen, was so in Deutschland noch nicht vertreten ist. Und ich denke, wenn du dich ein bisschen mehr mit der Materie auseinandersetzt, dann wirst du da auch noch merken, dass es einfach so der Future-Shit ist. Amazing Parcours. Hoffentlich ertrinkst du an deinem Hustensaft. Ich glaube, du meinst in deinem Hustensaft. Ja, ich meine ertrinken nicht. Ich meine, vielleicht sterbe ich an einer Herzrhythmusstörung infolge von dem Konsum. Aber wenn ich sterbe und dann im Koleinrausch, so, dann ist das eigentlich nice. So, dann sterbe ich auf meinem Höhepunkt. Weil ich bin jetzt sozusagen schon auf einem Höhepunkt. Swags aufgedreht und ja, turn up. Totale Ohrenvergewaltigung. So schlecht. Das ist eine gute Umschreibung dafür, dass meine Tracks alles ficken. Du hast ja das Video angeklickt, insofern ist es ja eigentlich keine Vergewaltigung so, sondern wir haben einfach nice Sex gehabt, eine Homo und insofern ist auch all good. Hast du mal Feuer? Was habe ich gerade gesehen / gehört? Ich wusste ja, dass dauerhafter Kodeinmissbrauch nicht gut ist, aber wie viel säuft ihr denn davon? Morgens halt, wenn andere Leute ihre Kabermilch nehmen und in die Cornflakes schütten, dann schütte ich da Kodeinhustensaft in die Cornflakes. Kann ich dir auch empfehlen, dann fickst du vielleicht auch mal mit mir. Hassprediger. Voll unlustig und du hast eine eklige Stimme, du stinkender, verpickelter Untermensch. Der Boy ist ziemlich hübsch am Bieren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich verpickelt wäre. So sehen das auch die meisten Bitches. Also insofern so, du bist da falsch informiert. Ich glaube, du sollst dir bei deinem Laptop so das Rädchen auf Full HD stellen. Dann wirst du sehen, dass ich sehr hübsch bin. No homo. Wie gern ich ihm meine Stahlkappenschuhe in die Fresse treten würde. Er ist genauso ein Spaß wie Money Boy. Bei den Liedproben ficken sie sich wahrscheinlich noch gegenseitig in den Arsch. So weit würde ich jetzt nicht gehen mit gegenseitig in den Arsch ficken, aber was stimmt, während wir recorden, läuft manchmal ein schwulen Porno im Hintergrund zur Entspannung. Es dient einfach nur so zum Runterkommen und Entspannen, Kreativität sammeln. Also das ist jetzt nichts Schwules, das ist Gang und Gäbe in der Szene. Armin P. Oh mein Gott, was denn das für eine Scheiße? Bitte löschen den Vollhonk. Sowas gehört nicht auf Tube, sondern in den Mülleimer. Mois, was ist das für eine behinderte Lingo? So, wer sagt Tube? Wer sagt Vollhonk? Das ist so uncool, Mois. Das ist so uncool. Du bist eine Pimmelfrau, Boy. Ja, was jetzt? Was jetzt? Frau oder Boy? Mois. Und Pimmel, ja, so. Mein Dick ist lang. Head not one. Sowas Behindertes. Komm ich gar nicht drauf klar. Was ist denn das für eine Pisse, die der da macht? Schäm dich, du behindertes Kind. Jo, also, wir sind behindert. Swagger's retarded. Chief Keef wird auch nachgesagt, dass er Asperger-Syndrom hat. Moneyboy hat auch den Aspie-Swag. Ich habe auch den Aspie-Swag. Das liegt im Trend, auf jeden Fall. Bitte nimm dir deine Glock, Boy. Und schieß dir da mitten den Kopf, Boy. Bang. Sex. Die Muschi ist ja noch jünger als SpongeBob-Fans. Ja, jünger. Mois, ich bin Hustensaft-Jüngling. Natürlich bin ich jung. Jung und fresh. Young Rich Wigger. You know what it is, man. Tabakpulver. Hey, Hustensaft-Jüngling. Bist du ein Girlfriend am Heaven? Du bist so fucking cute. Also würde ich auf dir riding. Sag einfach Bescheid, wenn du Interest am Heaven bist, LGN-Fangirl. Ich sag mal so, wenn ein... Also es kommt drauf an, wie gut du aussiehst, so. Wenn du einen bestimmten Grad an Schönheit erreicht hast, so, dann habe ich natürlich keinen Girlfriend mehr. Let's get it. Raining Man. Shish, der Hustensaft-Jüngling tut flowen, als wäre er der Sun von Money Boy. Aber am BZ aka The Pineapple Fruit, du tut keinen Sun Heaven, denn er tut mit seiner Swagness-Aura die Pussys von den Bitches verwirren, sodass er kein Kondom usen muss. Trotzdem never einen Sun bekommt. Also ich bin jetzt nicht der Sohn von Money Boy, ich bin eher sowas wie der Bruder von Money Boy. Ja, und wir spreaden den Swag. Turn up. Yo, 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 Hustensaft-Jüngling war hier bei Dislike und hat ein paar Comments gereadet in seiner gewohnt lässig arroganten Art. Und ja, checkt mich aus, checkt Dislike aus. YOLO.